Morgen. Guten Morgen. München 7, Schindler, was gibt's? Sauber, brauchst du gar nicht nachhocken, das riecht nach Einsatz. Ja, hat sie oder hat sie nicht? Sie hat noch nicht, wird aber gleich. Wir haben die hier schon öfter im Laden gehabt, die klaut. Aber wir haben sie noch nie erwischt. Jetzt kommen Sie schnell, Sie sind ja gleich ums Eck. Sie hat. Ja. Einsatz im Tal, Drogeriemarkt, Ladendiebstahl. Klingt nach Frühsport. Also? Sie ist ganz hinten. Lager. Gibt's da einen Ausgang? Zwei, der rechte ist meistens versperrt. Was sag ich, Frühsport? Fang du sie draußen ab, linke Tür. Wo? Raus und gleich links ist der Ladehof. Sag mal, wo stehst denn du? Linke Tür, da. Die linke Tür von außen ist die rechte Tür von innen und die ist meistens zu, hat er gesagt. Und die rechte von außen ist die linke von innen. Ja, genau. Ja, nix genau. Du hast die vorher erkannt und gesehen innen, die Lotte. Die gibt's zu, aber. Du hast die wieder mal live verlassen. Du verlierst noch mal deinen Job wegen derer. Die muss in ein Heim. Da war sie schon. Dann muss sie wieder hin. Mich nervt die. Mich nicht. Shantati, kann nicht hauen. Wo in Saragat. Tja. Shantati kanet horn. Wo in Saragat. Grüß Gott. Shantati kanet horn wa in Saragat. Problem. Shantati kanet horn wa in Saragat. Was ist jetzt das für eine Sprache? Ich brauch das fürs Protokoll. Sprecher zu Deutsch. Dago, bitte. Wenn's Deutsch sprechen tät, hätt's das wohl schon getan. Die Wüstenblume. Shantati. Ewa, Shantati kanet horn wa in Saragat. Also für mich kommt sie aus der Sahara. Wie kommst jetzt du auf Sahara? Sehe ich an der Kleidung. Koffer, weg! Ich ruf den Dolmetscher an. Koffer, Langfinger, Fuji. Ha? Geh. Dago, das bringt doch nichts. Fax vom KVR. Die wollen, dass wir gegen Bettler und sogenannte Schnorrer stärker vorgehen. Die haben scheinbar immer mehr Beschwerden. Ja, und was sollen wir da machen? Ja, die wollen halt, dass wir gegen bestimmte einzelne Personen stärker vorgehen. Weißt? Und dann so einzelne Schritte einleiten und so weiter. Aha. Das ist vielleicht ein bisschen ein Schmarrn. Das ist unrealistisch. Die führen wir vorne rein und lassen es hinten wieder raus. Tja, ignorieren geht nicht. Dann haben wir Ärger. Sopperland, das sind die bestellten Leberkassemmen. Hat da wer Semmen bestellt? Ja, die wurden bestellt von einer Frau Leberfinger für 11 Uhr. Was haben Sie gesagt, wer hat die bestellt? Eine Frau Leberfinger. Leberfinger? Ja, ich kann auch nichts dafür, wie die arme Frau heißt. Also, die Semmen sind da, gell, und ich bin wieder dahin. Wiederschauen. Ja.
mit der Frau Lieberfinger und den Lieberkissen im Tiklau. Mei, das ist jetzt nicht ganz nach Plan gelaufen. Ich hoffe, ihr mögt alle Lieberkassemin. Die sind vom Viktualienmarkt, gell? Ganz frisch. Entschuldigung, ich stelle mich erst einmal vor. Ich bin die Frau Lieberfinger. Die Frau Dr. Apollonia Lieberfinger. Ich werde in den nächsten 4 Tagen diese Supervision mit Ihnen durchführen. Ja, freut mich, Sie alle kennenzulernen. Ich bin gleich wieder da. Also, Tickler, was ist jetzt das für ein Zirkus? Was soll das mit der Supervision? Ja, mei. Das Präsidium hat sich halt überlegt, dass sie uns auch mal eine Fortbildung gönnen wollen. Ja, Supervision. Das wird heute in allen modernen Betrieben durchgeführt. Da kann man dann feststellen, was man noch verbessern kann. Gerade für die Mitarbeiter. Kommunikation. Untereinander und so. Ich bin ab sofort krank. Ich auch. Ja. Ja, ich auch. Ohne mich. Zerreißt euch einmal zusammen. Jetzt gelangt's. Ihr macht jetzt euren Dienst. Diese Supervision, das ist eine Anweisung vom Präsidium. Und wer Probleme macht, der kriegt eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Alles klar? Jetzt aber. Ja, dann tätig vorschlagen, wir setzen uns alle zusammen und besprechen, was so geplant ist. Ich würde sagen, Mannschaftsraum. Also meinen persönlichen Afrikanerinnen-Test, den haben sie ja alle gut bestanden. Und wenn es der Leberkäsmann nicht gekommen wäre, dann hätten die Bemühungen des Kollegen Schindler. Dago. Also die pantomimischen Bemühungen des Kollegen Dago Schindler, die hätten vermutlich zu dem Ziel geführt, die Wüstenblume zu verstehen. Das war halt ein Kompliment. Ja, passt schon. Gut, zu Beginn schreibt jeder mal auf diesen Zettel, was er oder sie unter Supervision versteht. Psychoschmarrn, nicht notwendig. Die Möglichkeit, sich zu entwickeln, na, immerhin. Ein unzulässiger Kontrollversuch. Die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Neumodisches Glump. Eher was für Frauen. Und einer fehlt noch. Bitte. Danke. Ja, da haben wir jetzt eine ganze Reihe von eher skeptischen Einstellungen. Und deswegen möchte ich vorab mal festhalten, bei der Supervision, da geht's um die Reflexion des eigenen Handelns. Hm?
nicht um Kontrolle von außerhalb. Heißt das, dass Sie da hocken und uns bei der Arbeit zuschauen? So ungefähr, ja, aber nicht um Sie zu kontrollieren. Sondern? Es geht darum, die eigene Routine zu durchbrechen. Ja, ich mache Sie auf Dinge aufmerksam, die mir so auffallen, aber ich kann bloß Hinweise geben. Denken müssen Sie schon selber. Und Ihre Probleme kennen Sie auch am besten selbst. Probleme haben wir nicht in dem Sinn. Aber in einem anderen Sinn, oder wie? Man muss jedenfalls nicht drüber reden. Bei uns läuft's eigentlich super. Eigentlich? Es läuft super! Schauen Sie, Sie haben täglich mit Fragen von Recht und Gerechtigkeit zu tun, von Legalität und Legitimität. Und Sie müssen Entscheidungen treffen, von denen sehr viel abhängt. Das wäre absolut unnatürlich, wenn es da keine Probleme gäbe. Sicher haben wir auch unsere Probleme, aber wir lösen die heute auf unsere Weise. Sie sollten einmal drüber nachdenken, was sich hinter dieser Verweigerungshaltung verbirgt. Nix. Ja. Aber wir lernen doch immer alle gerne dazu. Die Wache sollte natürlich besetzt sein. Moment. Zwei machen Dienst. Der Rest Seminar. Wir gehen am besten alle gleich mit und schauen uns einmal Ihren Routineablauf an. Und was gibt's? Mein Auto ist abgeschleppt worden. Moment. Marke, Kennzeichen. Panamera, München, ND 912. Egal. Abgeschleppt. Angeblich. Nicht angeblich, ganz sicher. Wo haben Sie den geparkt? Lederer Straße. Genau 2,5 Minuten. Ich gehe schnell in den Laden rein. Wie ich rauskomme, ist mein Auto weg. Hat hier einen Panamera abgeschleppt. Kennzeichen München, Nordpol, Dora 912, Lederer Straße. Ja. Könnte auch eine Feuerwehreinfahrt gewesen sein. Ja, bitte. Und wenn schon 2 Minuten? So schnell ist kein Feuer. Bloß euer Abschleppwagen. Sie können Ihr Fahrzeug in der Ingolstädter Straße 912 abholen. Da hat der Abschleppdienst hingestellt. Bußgeldbescheid wird Ihnen postalisch zugestellt. Das gibt's doch gar nicht! Ich zahle einen Haufen Steuern wegen euch und ihr schleppt einfach meinen Wagen ab. Einfach so ratzfatz wegen einer Minute Falschparken, das gibt's doch gar nicht! Ja, mei. Straßenverkehrsordnung gilt auch für Sie. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Ich habe Kontakte nach ganz oben. Das mach's. Ihr Ton liegt etwas daneben, mein Herr. Was ist denn jetzt los? Haben wir Verstärkung aus Afrika nötig, oder was? Nicht frech werden. Name? Hertel, Peter. Also, Herr Hertel, Sie fühlen sich als Bürger falsch behandelt. Dann schlage ich eine Ortsbegehung vor. Sie zeigen uns, wo Sie den Wagen geparkt haben und dann können wir den Sachverhalt aufklären. Ja, dann würde ich sagen, der Xaver und ich, wir bleiben im Revier und die anderen gehen alle mit. Alle? Wegen meinem abgeschleppten Wagen? Da sehen Sie mal, wie sehr wir um den Bürger bemüht sind. Also. Das ist eine Feuerwehreinfahrt. Das ist ganz klar. Ja, war doch eh klar. Wir haben schon mal was von Ermessensspielraum gehört. Oh, du bist Gerlinde. Die grausame Gerlinde. Servus allerseits. Haben Sie mein Auto abschleppen lassen? Weiß ich nicht. München, ND 912. Panamera Turbo. Cognac Metallic. Kann schon sein. Der, wo in der Feuerwehreinfahrt gestanden ist. 1 Minute circa. 8. Es waren genau 8 Minuten bezeugt, bis der Abschleppwagen gerufen wurde. Schmann, das gibt's doch gar nicht. Zeugen sind der PM Willner und ich. In Minute 9 war der Abschleppwagen da, in Minute 12 sind sie frühestens wieder aufgetaucht.
So lange braucht der Schorsch nicht mehr, obwohl der so fix beim Laden ist. Das ist ganz klar unverhältnismäßig. Ich bin Steuerzahler, ich finanziere sie. Lass mich doch nicht verarschen von Ihnen. Ein Halteverbot ist ein Wegfahrgebot. Ein absolutes ist ein absolutes. Korinthenkackerei ist das. Straßenverkehrsordnung. Aber wir können das Ganze ja auch von der anderen Seite aufziehen. Oh, Edzard. Schauen Sie, der Wagen, der ist ja auf Ihre Firma angemeldet. Die Gold Invest Incorporated. Der wird also von der Steuer abgesetzt. Das heißt, in gewissem Sinn zahlt der Bürger für ihren Wagen. In gewissem Sinn gehört der der Allgemeinheit, also dem Staat. Und ich habe in meiner Funktion als Ordnungsorgan Ihren bzw. unseren Wagen in Sicherheit bringen lassen. Sie haben derartig behindernd auf dem Bürgersteig geparkt, dass da garantiert einer mit einer Sauhut, mit einem Schlüssel, einen riesen Kratzer reingeritzt hätte ins Volkseigentum. Und das war schade ums Cognac Metallic, weil es eine Sonderlackierung ist, die wo 4.000 extra gekostet hat, bei einem Neupreis von sowieso schon 120.000 ohne Extras. Bei einem älteren Kleinwagen wäre diese Sicherheitsmaßnahme nicht sofort notwendig. Weil der ruft da nicht derartige Gefühle hervor. Da gäbe es ein bisschen mehr Zeit, Sie verstehen? Jetzt hören Sie aber auf mit dem kommunistischen Geschwätz, gell? Also gut, machen wir es kurz. Im Halteverbot abgestellt. Die Autos dürfen jederzeit umgesetzt werden. Dabei ist es unerheblich, ob von dem Fahrzeug eine konkrete Verkehrsbehinderung ausgeht oder nicht. So entschied das Verwaltungsgericht Berlin im Februar 2011. Aktenzeichen VG11K. 279.10. Sie hören von meinem Anwalt. Gern. Den schnappe ich mir zum Frühstück. Aber mit Senf. Xaver, so schlimm ist jetzt so ein Seminar auch wieder nicht. Wie schlimm so ein Seminar ist, weiß ich nicht. Noch nicht. Darum geht's ja gar nicht. Es geht um dich, Thekla. Deine Art, uns diese Supervision da zu verpassen, das ist schlicht und ergreifend hinterfotzig. Tja, weißt du, dass das nicht so geschickt war? Aber ich hab halt nicht gewusst, wie ich's machen soll. Jedenfalls nicht so. Irgendwas ist da. Dame da. Tür. Hat aggressiv gebettelt und versucht zu klauen. Ich hab nicht geklaut. So ist immer gegangen, so an der Tasche dran und so. Ja, ich hab's halt zugehalten, aber gefingert, das hat's. Wollen Sie eine Anzeige wegen Diebstahls erstatten? Ja. Da kommen Sie darum. Da. Und binde das Zeug los. Dem Mädel können jedenfalls ordentlich die Ohren lang gezogen. Ich muss. Ja, vierte. Servus. Sieh da. Ich hab nicht geklaut. Na, das hab ja ich verhindert. Was? Eine Feuerwehreinfahrt heute. Ja, und eine sehr interessante Flexibilität der Kollegin Gerlinde. Ja. Da braucht's gar nicht groß reinkommen. Gehen wir. Das Seminar geht gleich drüben weiter. Na, so ein Schmarrn. Ich komm gleich. So. Und wir machen es jetzt so: Sie geben mir Ihre Personalien. Und das Mädchen kümmern wir uns. Wir benachrichtigen den Vormund und kümmern uns auch um alles Weitere. Gut. Wenn Sie meinen. Ja, meine ich. Bitte. Sie können dann gleich bei der Tür hinausgehen. Adieu. Ja. Lotti, jetzt gibst du mir dein Gepäck. Setz sie dann über. Ich darf doch.
Eigentlich nicht. Ja, Lotti, was machen wir? Wir haben doch alles 100-mal besprochen. Schnorren ja, klauen nein. Ich hab diesmal nicht geklaut. Ich weiß, wenn du so weitermachst, dann landest du nicht im Heim, sondern irgendwann im Knast. Wenn ihr mich einsperrt, bringe ich mich um. Und diesmal klappt's. Kann ich irgendwie helfen? Wir kommen gut zurecht. Gleich wieder da. Was hat sie denn ausgefressen? Geschnorrt. Eltern? Tot. Die Lotte lebt auf der Straße, weil sie es im Heim nicht aushält. Lass mich gehen, es ist nichts passiert. Jeder braucht jemanden, der zu einem hält. Ha? Und eine Chance. Ich kenne ein wirklich gutes Heim. Halten Sie sich da raus. Abgesehen davon gibt es Gesetze für einen solchen Fall. Es ist nichts gewesen. Schau, Lotti, der Xaver, der muss die Sache genau untersuchen. Das ist doch sein Beruf. Und er muss sich an die Gesetze halten. Weil sonst hat doch er am Ende die Schwierigkeiten. Herr Bartel, bitte. So, ich hab das jetzt alles organisiert. Der Hans und der Fred, die machen den Dienst in der Wache. Und du, Xaver, du gehst jetzt bitte schön auch rüber ins Seminar. Jetzt hat. Also, bis gleich, Herr Bartel. Ja, ich wollte mich nur vergewissern, ob der Herr Polizeidirektor Metzger das Empfehlungsschreiben bekommen hat. Ja, es geht um meine Beförderung. Mhm. Ja. Ja, Moment. Genau, darum war es gegangen. Genau. Aha. Mhm, ja. Also. Reiß dich zusammen. Es war nix. Und was war heute früh? Also. Hey, Moment einmal. Hast du es so einfach gehen lassen? Nicht einfach. Ja. Ja, Thekla Eichenseher. Jawohl. Revier 7, die Leitung, genau. Aber das gibt's doch nicht. Unterlagen können doch nicht einfach verschwinden. Ja, freilich geht's um meine Beförderung, sonst würde ich doch nicht. Ja, gut. Ja, dann drucke ich die halt noch mal aus und bring's vorbei. Oder das Lotti-Gesetz, das der Kollege Bartel entwickelt hat. Das ist kein Bartel-Lotti-Gesetz. Das ist die Praxis. Willkür, könnte man auch sagen. Erfahrung. Ja, Sie beschließen aus Ihrer Erfahrung heraus, so zu handeln, wie Sie handeln. Die Gesetze wurden aber für alle gleich, allgemeingültig, verlässlich erdacht. Rechtsstaat heißt es. Ich kenne die Lotti, seit sie 13 ist. Ich habe sie mindestens 5-mal ins Heim gebracht. Ist jedes Mal abgehauen. 3 Suizidversuche. Mit Zwang braucht man der Lotti nicht kommen. Ihre Anteilnahme im Fall Lotti, die ist ja durchaus verständlich. Und menschlich. Ja, ein junges Mädel, das ihren Beschützerinstinkt weckt. Aber Sie dürfen daraus trotzdem keine eigenen Gesetze konstruieren, Herr Bartel. Sie müssen einen anderen Weg finden, mit Ihren Gefühlen umzugehen. Mir schlecht. Schönen Abend noch. Danke. Keine Ursache. Machen Sie sich da nichts draus. Der Xaver, der beruhigt sich schon wieder. Bis morgen. Bis morgen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich will keinen Ärger machen. Bestimmt nicht. Hast du Hunger? Ja. Wenn ich 18 bin,
mal tun und lassen, was ich will. Vielleicht ist dann auch Zeit, dass du mal was unternimmst. Wie meinst du das? Du wolltest die Schule fertig machen? Gibt's Möglichkeiten? Ich lass mich aber nicht zwingen. Du entscheidest. Bist ja bald volljährig. Mein Leben. Und Lotti, hör mit dem Clown auf. Das zieht dich nur noch mehr runter. Mit Freiheit hat das überhaupt nichts zu tun. Ich versuch's. Nicht bloß versuchen. Und wenn es nicht anders geht? Es geht immer anders. Ausgemacht. Ausgemacht. Da ist irgendwas verdächtig. Die Tickler tut der Leberfingerin schön. Dafür gibt's einen Grund. Die Tickler will befördert werden. Sonderantrag. Begründung: starke Führungsqualitäten. Das ist nicht dein Ernst. Und Weiterbildungsmaßnahmen. Und deswegen dürfen wir das Seminar machen. Was ist denn den Wischer? Das war im Drucker gesteckt. Aber das Seminar ist doch recht interessant. Besonders die Frau Doktor, gell, Dago? Wieso? Schau dich doch einmal an. Guten Morgen, alle zusammen. So, der Hans und der Dago, die machen Dienst hier und die anderen gehen rüber in den Mannschaftsraum. Ja, aber. Das ist Dago, jeder ist mit dran. Hm? Also, jetzt zieh ich um. Auf geht's. Ich möchte heute Ihr Bewusstsein dafür schärfen, dass für Sie alle laut § 163 der Polizeiordnung das Legalitätsprinzip gilt. Das heißt, Sie müssen Straftaten verfolgen, wenn sie Ihnen bekannt sind, auch wenn daraus persönliche Gewissenskonflikte entstehen. Und im Anschluss machen wir dann eine gemeinsame Analyse der Vorgänge. Ja, also normales Programm für heute, Kontrolle von Bettlern in der Innenstadt, Abgleich der Personalien, Festnahme und Haftrichter, wenn gegeben. Es geht halt um organisierte Bettelei. Anordnung vom KVR. Also strikt nach Gesetz. Die schießt sich ganz schön auf die Ei. Da wären wir, zusammen mit ca. 8 Bettelweibern mittleren Alters. Die Papieren aus sind Rumäninnen. Dolmetscher ist verständigt. Das gleiche bei uns. Ja und? Durchsuchen, belehren? Auf was wartet ihr? Durchsuchen, Thekla, wird schwierig, weil wir machen das hier ja nur gleichgeschlechtlich. Und wir sind ja noch eine Frau. Also derzeit zwei. Ja, das ist kein Problem, meine Herren. Dann gehen wir jetzt mit den Frauen rüber. Müller und Kneidl kommen mit. Bitte schön. Nächste bitte. Vier Karre de la Voie, Primeste Uno. Conosce procedura? L'adresse asta primiți înapoi banii dacă aveți o locuință. Bine?
Was haben Sie ihnen gesagt? Dass Sie Ihr Geld zurückbekommen, wenn Sie einen festen Wohnsitz nachweisen können. Sie haben jede für sich allein gebettelt, sagen's. Dann dürfen Sie gehen. Podessa Mergitz. Wieso dürfen die jetzt gehen? Das sind EU-Bürgerinnen. Wenn sie nicht organisiert betteln, dann dürfen die betteln. Die werden belehrt, dass sie gegen das Bayerische Wege- und Ordnungsgesetz verstoßen haben. Dann müssen sie ein paar Euro hinterlegen, zur Sicherheit, und das war's. So viele Frauen kommen doch nicht von allein auf die Idee zu betteln. Und Familien, die wo bloß aus Frauen bestehen, die gibt's auch nicht. Da steckt wer dahinter, und das muss man ermitteln. Wir kriegen die nicht. Und wenn wir sie kriegen, dann lässt der Richter sie wieder laufen. Da, wo die eine mal ausgesagt hat, da gab's für den Typen gerade mal 3 Monate auf Bewährung. Diese Frauen werden mit Sicherheit nicht aussagen. Und damit erübrigt sich jede Form von Ermittlung. So viel zum Sinn dieser Aktion. Haben's eine Nacht im Hotel Rotes Kreuz und in 2 Tagen sind's wieder da. Da steht der Typ. Was für ein Typ? Ja, der zu den alten Bettlerinnen gehört. Und das sehen Sie dem an, oder wie? Das ist doch klar. Den holen wir uns jetzt. Nein, den holen wir uns nicht. Und warum nicht? Wir haben keine Aussagen von den Bettlerinnen. Wir werden auch keine bekommen. Damit haben wir keinen Handlungsbedarf. Das wäre dann einfach nur ein Verdacht. Und wir handeln natürlich nur nach den gesetzlichen Vorschriften. Herzlich willkommen in der Realität, Frau Doktor. Kollegas. Das ist schon okay. Das ist bloß, das ist mein erstes Seminar. Und, mei. Und dann gleich mir harte Knochen, gell? Männer in ihrer Altersklasse gelten quasi als beratungsresistent. Naja. Allein beim Wort Psychologie machen sie schon dicht. Gut, ich mein. Nein, nicht alle. Wie kommen Sie eigentlich zu dem Job? Ich stamme eigentlich aus dem Sudan, aber aufgewachsen bin ich in Kochel, als Adoptivkind in einer deutschen Familie. Und meine Oma, die hat immer gesagt, Wissen ist Macht, Kind. Lern was, dann kann da keiner was. Das habe ich sauber umgesetzt. Bereitschaftspolizei, dann Studium, Promotion und keine Zeit für nichts anderes. Eigentlich heiße ich Rajula Abolonia. Rajula? Rajula, das heißt die Schüchterne auf Arabisch. Die Schüchternen, grazie. Thank you.
Grüß dich Gott. Wir bringen dir was Unangenehmes. Lass sie los. Sie hat gestohlen. Das ganze Geld aus alle drei Opferstöcke hat sie gestohlen. Ich hab nichts gemacht. Habt ihr sie in Flagranti erwischt, Georg? Sie hat in der Kirche übernachtet, wohl wegen dem Wetter. Und da hat er sie heute in der Früh erwischt. Die ganzen Opferstöcke waren offen und das Geld weg. Lotti? Ich hab da übernachtet, aber ich hab da auch schon öfter geschlafen. Ich hab nichts genommen, nichts geklaut. Kein Cent war mehr in die Opferstöcke. Das hat alles sie. Jetzt ist aber Schluss. Xaver, du kennst meine soziale Einstellung. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Und Diebstahl ist zu viel. Du weißt, wo du mich findest. Xaver, die Damen. Was ist? Sie kennen wohl diesen Pfarrer recht gut? Sehr gut. Wie noch viele andere hier in der Innenstadt. So ist es. Bloß kein Neid. Die klar. So, Lotti, jetzt gehen wir darüber. Jetzt ist Jacke und Schuhe aus. Ich war es nicht. Das war der Mesner. Ich hab's dir versprochen, es war mein Ernst. Ich hab da einfach nur geschlafen. Es hat geregnet und die Polizei hat mein Zelt kaputt gemacht. Sie können es übrigens lassen. Da ist nichts drin und Sie werden nichts finden. Ah, schauen wir mal. Er war's wirklich. Lotti. Ich hab ihn gesehen, als ich in die Kirche gegangen bin. Ich dachte, er nimmt das Geld und gibt's danach dem Pfarrer. Lotti, bitte. Ich lüge nicht. Ja, nix. Okay, danke dir. Servus. Fitti. Wir kommen zurecht. So, also wenn sie nichts geklaut hat, dann habe ich einen Platz für die Lotti. Ich gehe nicht ins Heim. Lotti, ich habe im Rosenthal angerufen. Eine Freundin von mir, die leitet das Heim. Das ist für die beste Einrichtung dieser Art. Und die täten dich sofort nehmen. Da bist echt gut aufgehoben. Da kannst du die Schule fertig machen, hast Betreuung. Ich brauche aber keine Betreuung. Schau, wenn du geklaut hast, dann brauchst du keinen Platz im Heim. Dann hast du einen Platz im Jugendgefängnis. Ich hab nicht geklaut! Ich mach mir selbst ein Bild von der Lage. Welche Lage? Ob die Lotti das war oder nicht war. Lotti, setz dich da hier und bleib da, bis ich wieder zurück bin. Ich schau mir jetzt das einmal oder in der Kirche. Und dann schauen wir weiter. Und vorher passiert hier gar nichts. Sie machen es immer auf dieselbe Tour. Gell? Hm. Jetzt sagen Sie heute auch mal was. Sie sind die Chefin. Halbe Stunde, Xaver. Was ist jetzt mit unserem Seminar? Kali, ich bereite von dir Informationen. Und was genau? Lotti, wahrscheinlich Charlotte Bauer. Die will die da? Ja, genau, die Personalien. Geburtsdatum etc. Problem? Null. Halbe Stunde? Auch kein Problem. Charlotte Bauer. Georg, ich wollte mir nur mal die Opferstücke genauer anschauen. Brauchst nicht. Nicht mehr. Ich sag nur so viel, das Mädchen hat nichts gestohlen. Mehr sag ich nicht. Weißt du das genau? Ganz genau. Und mehr sagst du nicht?
So ist es, Xaver. Und für das Mädchen viel Glück. Ab. Und? Geburtsdatum drauf? Name, Datum, alles. Danke. Und? Ja, der Dieb wurde gefunden und ist geständig. Die Anzeige gegen die Lotti fällt weg. Das ist schön. Dann muss die Lotti nicht in Haft, sondern ist in Rosenthal richtig untergebracht. Das kannst du nicht zulassen, Xaver! Bevor ich adoptiert wurde, Lotti, habe ich in einem Heim für Asylanten gelebt. Aber als ich die Chance hatte, habe ich sie genutzt. Du darfst dich nicht um deine Chancen bringen. Und die da helfen dir, damit du eine Ausbildung kriegst. Wärst Psychologin? Oder Polizist? Scheiß drauf, ich hau ab an dem Tag, an dem ich da sein muss! Also heute, dafür habe ich gesorgt. Kann die das? Das kann sie. Lotti, ein Heim ist kein Gefängnis. Wenn man sich selber ausgesucht hat, dann ist es das schon! Lotti, was wolltest du werden? Nix oder Zahntechnikerin. Das geht ohne Schule nicht. Hat sie recht. Und du fällst mir jetzt auch noch in den Rücken, oder? Bei der ersten Gelegenheit. Hau ich ab! Ist gar nicht notwendig. Was haben wir heute für ein Datum? Was weiß ich denn? Den 15. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lotti. Ich hab das ganz vergessen. Ich bin 18. Und du kannst tun und lassen, was du willst. Mein Gott, wie sie mit der Zukunft von Menschen spielen. Was ist jetzt? Geht noch was heute? Gut. Und? Was machst du jetzt? Kann ich die Adresse haben von dem Heim? Das wären deine Aufnahmepapiere gewesen. Nimm die auch Erwachsene. Was macht die? Genau das Richtige. Sicher? Ganz sicher. Dank Ihnen. Ja, freilich. Da kann man nichts machen, nein. Mhm. Gespart wird immer, gell? Ja, aber vielleicht kann ich ja später noch mal, oder vielleicht. Oder auch nicht, ja. Gut. Wiederhören. Haben Sie nicht befördert, gell? Macht nichts. Wir nehmen dich ja wieder zurück. Allerdings nur gegen eine gescheite Runde. Und völlige Transparenz. Ab jetzt. Wir haben eh alles gewusst. Immer.